Also wir waren noch nie demonstrieren, aber bei der Politik, die unsere Regierung jetzt macht, halten wir für nötig. Wir sind ja die Grünen und die FDP Kriegstreiber. Und jetzt haben wir den Salat. Alles wird teurer. Für die Menschen ist es in der Ukraine auch sinnvoller, wenn sie Frieden irgendwie zustande käme. Also wir sind hier auf der Straße, weil wir seit Jahren den Weg in den Abgrund geschickt werden durch Corona und durch andere herbeigezauberte Dinge, wo jeder, der klar und gerade ausdenken kann, weiß, dass das alles nur gestellt und herbeigezogen ist und nichts der Wahrheit entspricht. Dass das Ganze schon seit 2012 in den Schubladen liegt, bei den Rockefeller Papers niedergeschrieben und durch das Economic Forum, dieses New Economic Forum überall publiziert und versucht durchzudrücken, dieser neue kommunistische Weg, der die Weltbevölkerung dezimieren will und Ärzte und die ganze Justiz hier mit involviert ist zur Unterdrückung und zur Dezimierung des deutschen Volkes. Das ist einfach, das muss geändert werden. Es muss wieder klarer Verstand an die Macht. Und das ist die Alternative für Deutschland. Die haben die Leute, die zum Teil aus der CDU und aus der SPD und anderswo ausgetreten sind, weil sie einfach kein Heimatland mehr haben für ihre ideologische Heimat. Für das, was sie denken und was sie wollen. Und dort ist, das ist das Sammelbecken für klares Denken. Danke schön.
oder? Alles gut. Woo!
überall. Ja, es ist halt Wahnsinn. Sie ist hier und jetzt kommt die nächste 10.000 oder? Wir wünschen euch morgen für die Wahl alles, alles Gute. Morgen schafft ihr das in Niedersachsen und es wird zweistellig über 10%. Wir drücken die Daumen und ich glaube auch Niedersachsen wacht auf, Deutschland wacht auf. Hier in Berlin sowieso. Heute geht ein Ruck durch Deutschland. Heute geht kein Bums und kein Doppelbums, sondern ein Ruck durch Deutschland. Ab heute, ja, wird Geschichte geschrieben. Wir lassen uns diese verfehlte Politik der Bundesregierung nicht mehr länger bieten. Die Ampel muss weg. Die Ampel muss weg. Die Ampel. Die Ampel. Es gibt keine Eintrittskarte, der reißt die Eintrittskarte ab. Heute mal eintrittsfrei. Ausnahmsweise mal eintrittsfrei.